Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch einfach mal mit in unseren Alltag mitnehmen. Und zwar ist es ja die letzten Tage so ultra heiß, über 30 Grad. Und da haben wir einfach die letzten 3 Tage an dem See verbracht. Also für Hunde ist es eigentlich super bei dieser Hitze, weil da können sie sich eigentlich schön abkühlen. Auch Hunde, die nicht so gern schwimmen. Es geht eigentlich so gut wie jeder Hund ein bisschen ins Wasser, auch wenn es Hunde sind wie Nero, die sich nicht zu schwimmen trauen. Und es ist einfach perfekt, ja, schöne Natur. Wichtig ist, was ihr beachten müsst, es sind nicht an jedem Badesee Hunde zugelassen. Da müsst ihr einfach schauen und euch vorher informieren, wo ihr mit dem Hund hingehen könnt. In Baden-Württemberg hatte ich zum Beispiel öfter das Problem, dass ich mit Nero kaum an einen Badesee gehen konnte. Da müsst ihr einfach schauen, ob ihr einen See findet, der jetzt nicht unbedingt als Badesee für den Menschen geeignet ist, aber für den Hund optimal, oder einfach irgendwo, wo es halt eher abgelegen ist. Ist natürlich auch für den Hund optimal, weil er da natürlich, wenn er gut erzogen ist und auf Rückruf reagiert, schön frei rumlaufen kann und ihr euch da einfach am See entspannen könnt. So wie das Nero tut, taucht er mit der Schnauze, dann tut er auch viel buddeln, also das ist für ihn immer ganz toll am Wasser. Da ist er immer sehr aufgedreht und hat einfach seine extreme Freude dran. Ich konnte leider diesmal nicht mit ins Wasser, weil ich gehe auch immer gerne, ja, mit den Füßen ein bisschen rein, weil dann traut Nero sich auch ein bisschen tiefer reinzulaufen. Ging jetzt nicht durch meine Fuß-OP. Ich habe zwar die Fäden draußen, aber ja, muss halt noch ein paar Tage auf so Schwimmen verzichten, weil wenn ich mir dann noch so eine Entzündung hole, dann, ja, keine Ahnung, dann drehe ich auf jeden Fall durch. Natürlich epic fail bei diesem geilen Wetter. Aber ja, was soll man machen? Da sieht man Nahaufnahme, wie sich der gute Herr schüttelt. Finde ich auch immer ganz lustig, was für ein Gesicht er da macht. Wie die Lefzen wackeln und dieses zufriedene Gesicht. Ja, das ist eigentlich das, was man sehen will. Einen zufriedenen Hund, der einfach Spaß hat, der sich austoben kann. Und ja, ist wunderschön. Auch die Stelle, wo ich mit ihm hingegangen bin, da hat man wirklich seine Ruhe vor Leuten. Die Leute halten sich ganz woanders auf und da kann man einfach beruhigt laufen lassen. Da sind auch keine Radfahrer oder auch sonst kein Straßenverkehr. Man muss aber auch eine Weile laufen. Hier haben wir wieder unseren Buddelhund. Ich lasse Nero im Freilauf immer mal wieder gerne buddeln. Wenn er aber zu tiefe Löcher buddelt, dann mache ich die dann mit dem Fuß zu, also mit der restlichen Erde, weil es dann doch nicht sein muss, dass dann irgendwelche Löcher sind. Also das finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so schön, wenn man an einen See kommt und da noch so viel Müll rumliegt oder so Scherben von irgendwelchen Flaschen. Also da verstehe ich einfach die Leute nicht. Die sollen einfach ihren Müll mitnehmen und nicht irgendwo liegen lassen. Weil da kann man sich auch einfach schneiden und sich Verletzungen zufügen. Auch ein guter Tipp ist, bevor ihr euren Hund da am See ein bisschen laufen lässt, schaut euch am besten ein bisschen in der Umgebung um, vor allem auf dem Boden, ob da vielleicht nicht irgendwelche Essensreste rumliegen oder irgendwelches anderes gefährliches Zeug wie eben Scherben, weil da kann sich der Hund ganz schnell irgendeine Verletzung holen oder natürlich irgendwas ungenießbares essen. Das sollte natürlich nicht so sein, also so mache ich das immer, bisschen die Umgebung abchecken und dann kann man eigentlich, wenn der Hund gut erzogen ist und hört, keinen starken Jagdtrieb hat, laufen lassen. Ja, das war so, wie ich die Tage mit Nero verbracht habe, vor allem bei der Hitze. Wenn ihr einen Hund habt, würde mich das auch interessieren, wie ihr einfach, ja, die Tage bei diesem heißen Wetter verbracht habt. Seid ihr auch an den See gegangen, Fluss oder Teich, und habt ihr euren Hund da austoben lassen oder habt ihr eure Spaziergänge auf früh und abends verteilt? Das ist auch ganz wichtig. Und für mich ist es auch viel angenehmer, wenn man da einfach rausgeht, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist, oder wenn man einfach an den See fährt, so eine schöne Decke mitnimmt, sich da einfach auf den Boden hinsetzt. Man kann natürlich auch picknicken. Und ja, der Hund, der hat dann einfach so seine Freude. Man kann mit ihm natürlich auch noch Apportierspiele machen. Also ich habe ja schon ein Video zum Badespaß gemacht, was man da so für Möglichkeiten hat, sich mit dem Hund zu beschäftigen. Verlinke ich auch nochmal in die Beschreibung. Ja, so sieht man einfach, wie Nero seinen Spaß hat im Wasser. Ihr könnt ihn sehen, wie ich mit ihm die letzten
Tage verbracht habe. Das ist allerdings die zweite Aufnahme, weil bei der ersten Aufnahme war ich nämlich auf der anderen Seite vom See und da hat die Sonne direkt in die Kamera geschienen und die Aufnahmen waren einfach komplett unbrauchbar. Deswegen habe ich das einfach nochmal gedreht. Aber ja, war eh so heiß und ich hatte eh vor, die Tage an den See zu gehen. Von daher hat es alles gepasst. Finde ich persönlich auch immer schön, so kleine Einblicke euch über mein, ja, eigenes Leben mit Nero zu zeigen. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant. Ja, das war es sozusagen mit dem heutigen Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch auf jeden Fall gefallen hat. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao!